herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier ist Sport Direkt. Hier ist das Stadion am Silberberg. Hier ist der 9. Spieltag in der Oberliga Hamburg mit einer ganz besonderen Partie, mit einer ganz brisanten Partie, denn wir schauen in Richtung Tabellenkeller. Der Düneberger SV empfängt Concordia. Concordia wartet immer noch auf den ersten Sieg in der Oberliga Hamburg. Und der Düneberger SV jetzt mit dem dritten Heimspiel nacheinander, die möchten wieder punkten. Wir sprechen gleich noch mit Joe Wambe über diese Partie. Gleich geht's hier weiter. So, jetzt ist er bei mir, Joe Wambe. Joe, ich habe es gerade schon angesprochen, eine ganz brisante Partie heute. 6-Punkte-Spiel wird auch genannt. Wie gehen wir diese Partie an? Mit Demut geht man diese Partie an, weil unsere Ausgangslage ist, natürlich stehen wir vor denen, aber wenn man das Pokalspiel betrachtet, wo Concordia 3-0 gegen uns gewonnen hat, dann kann das auch ganz schnell nach hinten losgehen hier. Und dann heißt es 6 Punkte für den Gegner und nicht für uns. Deswegen mit Geduld, Demut, erstmal kompakt stehen und ich hoffe, dass der Gegner die Pokalpartie noch im Kopf hat und deswegen das vielleicht auf die leichte Schulter nimmt, weil das 3-0 aus dem Pokal spiegelt nicht ganz den Spielverlauf wider. Aber ja, so kann man es angehen. Habt ihr das letzte Spiel noch im Kopf gegen USC Paloma? Es war eine gute Partie, am Ende waren es 2 Elfmeterentscheidungen, die ein bisschen kritisch gelaufen sind. Was habt ihr aus diesem Spiel mitgenommen in dieser Woche jetzt? Ja, das Ergebnis 0-1 verloren ist okay gegen Paloma, man darf es aber auch nicht zu schön reden alles. Paloma hatte nicht den besten Tag erwischt. Na klar sah das dann gut aus, aber im Großen und Ganzen muss da mehr kommen bei uns. Elfmeterentscheidungen waren ärgerlich. Hätten wir natürlich gerne mitgenommen, wenn wir gegen eine Mannschaft von Paloma, die nicht gut gespielt hat, mitnehmen 3 Punkte. Was nehmen wir mit? Ich bin der Meinung, wir sollten die Gegner härter für ihre Fehler, die sie begehen, bestrafen. Das hat ein bisschen gefehlt bisher, weil wir wurden für jeden Fehler bestraft, den wir gemacht haben. Und wenn wir die Fehler des Gegners auch noch bestrafen, wenn wir das lernen, dann können wir Stück für Stück unsere Punkte einhamstern. Joe, Abschlussfrage. Wie geht's aus heute? 2-0 für uns. Wir schauen uns an. 2-0, das tippt Joe Wambier. Wir lassen den Ball rollen, liebe Zuschauer. Es geht los. Der Düneberger SV gegen Concordia. Viel Spaß und gute Unterhaltung. Ja, liebe Zuschauer, 6-Punkte-Spiel, 3-Punkte-Spiel. Am Ende ist es ein Fußballspiel, das beide Mannschaften gewinnen wollen, das beide Mannschaften gewinnen müssen. Cordy hier in Rot, letztes Einschwören. Und auch auf der anderen Seite der Düneberger SV. Schauen Sie mal, nochmal Euphorie hier vor dem Anpfiff. Und dann ging's los hier am Silberberg, an dem es wieder keinen Schatten gab auf dem Spielfeld. Warme Temperaturen Richtung Sommerende. Und wir schauen auf die erste Aktion im Spielangriff vom Düneberger SV. Aber der Ball kommt durch zu Hofelner und der zieht das Ding lang auf Adjemeyang. Achtung, Adjemeyang. Und da kommt Mulak. Der Captain vom Düneberger SV rettet in allerletzter Sekunde, nachdem Tahir Silay hier Adjemeyang auf die Reise geschickt hat, war dann Tom Mulak zur Stelle. So, nächste Aktion, Freistoß, Cordy rechts außen an der Seitenlinie. Und Achtung, der Ball kommt direkt an den Pfosten. Ellenschläger wäre aber zur Stelle gewesen. So, nächste Szene, wieder Cordy, die hatten ganz, ganz viel Ball. Hier kommt Airuli! Airuli aus dem Rückraum und der Ball ist extrem schwer zu sehen für Ellenschläger. Schauen Sie mal, der sieht den fast gar nicht. Der schlägt neben ihm ein. Das ist die Führung für Cordy. Mohamed Airuli, 3. Saisontreffer, 22. Spielminute. Ja, bis dato verdient, weil Cordy ganz, ganz viel Ball hatte. Trinkpause und Verbesserungswünsche von Trainer Wengora waren da jetzt angebracht zu diesem Zeitpunkt. Nächste Aktion, Vorwärtsgang vom DSV. Koskun über Dikier. Dikier, wo ist die Lücke? Dikier, der verliert hier den Ball und dann ging die Post ab über Tahir Silay und wieder Adjemeyang.
Und dann, Achtung, in der Mitte ist wieder Tahir Silay. Der ist wunderbar mitgelaufen. Tahir Silay mit Saisontreffer Nummer 7. Aber achten wir drauf. Achimiyang, Ellenschläger hält gut, aber dann im Rückraum. Tahir Silay, perfekter Laufweg, schön mitgegangen. 0:2 Führung für Concordia Hamburg. Abis Tahir Silay, 33. Minute, 7. Saisontreffer mittlerweile schon für ihn. Ja, und Blick auf die Trainerbank. Eben noch ein paar Dinge besprochen. Da war man jetzt bedient. Trainer Wengora kann das alles noch nicht so glauben. Dann mal der Gastgeber, DSV Apau. Nomura und Dükier. Der Ball wieder auf Apau. Und Apau macht's dann zusammen mit Dükier. Dükier, jetzt ist der Winkel aber ganz spitz und Hoffelner packt zu. Nomura noch im Nachstochern. Ja, da gab es mal ein kleines Tänzchen draußen. Gesprächsbedarf, aber Schiedsrichter Florian Schwarze hatte das hier im Griff und blieb bei der mündlichen Ermahnung. Dann nächste Szene wieder für die Gäste. Wieder der lange Ball auf Achimiyang. Der setzt sich hier gegen Wolter durch. Kommt jetzt wieder ins Bild. Achimiyang und da kommt Tahir Silay. Tahir Silay mit links. Hätte hier sein zweiter Treffer werden können. Gute Chance für die Gäste von Cordy. So, Zali, der DSV vielleicht per Standard. Zali, Mulak, der bringt aber nicht richtig Druck dahinter. Kann den Ball nicht platzieren. Schlussphase, erste Halbzeit. Nochmal eine Aktion für den Düneberger SV über Tari Koskun mit Tempo. Koskun, der nimmt Nomura mit. Nomura nimmt Maß, kommt aber nicht durch. Der Ball weiterhin beim Düneberger SV. Jetzt Tempo raus. Mafro. Mafro, der Ball muss raus zu Wolter. Mafro, der Ball kommt zu spät. Und Wolter, und das ist ein Abbild von der ersten Halbzeit vom Düneberger SV. Das war zu ungefährlich vom Gastgeber hier in diesem, in Anführungszeichen, 6-Punkte-Spiel. Das war's. Das war Halbzeit 1. Man konnte nicht zufrieden sein auf der Düneberger Seite, aber es ging schon auf dem Feld los mit der Analyse. Auf dem Weg in die Kabine. Es braucht eine starke zweite Halbzeit vom Gastgeber. Cordy ist auf dem Weg zum ersten Saisonsieg. Wir präsentieren Ihnen jetzt unseren Spieltagssponsor, melden uns gleich wieder. Wir sind zurück, zweite Halbzeit, und bedanken uns bei STMB24, dem Spieltagssponsor. Die machen es möglich, dass wir Ihnen jetzt diese Highlights hier zeigen in dieser Partie. Wir gehen rein, 0:2, die Gäste aus Cordy führen, und wir schauen auf die erste Aktion. Ich kann Ihnen verraten, vom DSV kam jetzt mehr. Einwurf Kukulis. Koskun lässt den Ball durch. Zali, Zali! Hat da Maß genommen, aber Hoffelner auf der Stelle. Nächste Aktion wieder. Zali, per Freistoß. Zali kommt nicht durch und dann kommt Mafro! Mafro mit Football-Manier. Der Ball weit übers Tor. Wieder der DSV. Über rechts. Die Flanke kommt kurz rein. Kukulis, Kukulis, und jetzt achten Sie mal auf Kukulis, der setzt sich hier durch und jetzt Vorsicht, feiner Trick, aber auch das Foul, Kukulis bekommt das Foul absolut zurecht und dann gelb, aber nicht für den, Herr Schiedsrichter, das war der Kollege, Schiedsrichter Schwarze korrigierte sich, dann gelb für den richtigen Übeltäter. So, Koskun per Freistoß, per Standard. Geht denn was mit diesen Standards heute beim DSV? Koskun, ungefährlich. In der Mitte fällt Wolter schreiend zu Boden. Hätte hier gern einen Elfmeter gesehen. Schiedsrichter erklärt aber nochmal, für ihn kein strafwürdiges Verhalten. Für Wolter ging's weiter. Und dann das hier. Der Captain Tom Mulak mit, Achtung, diesem Fehlpass hier. Und er spielt Cordy richtig in die Karten. Da ist Airoli
Der legt den Ball ab und in der Mitte dann Mafro gegen Airoli. Foulspiel. Allen Schläger ruft jetzt alle zurück. Das Ding ist ganz, ganz dicht am Kasten. 17, 18 Meter. Tahir Silay. Aber auch der bleibt hängen. Standards zu diesem Zeitpunkt noch ungefährlich. 68. Spielminute, liebe Zuschauer. Jetzt wird's langsam eng. Langsam kommt sie, die Crunch-Time. Nach Getränkepause dann Marvin Möller auf dem Feld beim Düneberger SV und die kamen nochmal über Koskun. Koskun bleibt am Ball, nimmt das Tempo raus und dann hinten Mulak. Achtung, Mulak und der auf Zalli und der dreht sich und Zalli, der geht den weiten Weg. Zalli, Zalli und Hoffelner, Hoffelner hält die Null hinten. Nächste Szene. Marvin Möller. Nomura. Nomura. Und jetzt achten Sie auf die Mitte. Zalli. Und da kommt... Eieieiei. Direkt vor den Augen von Schiedsrichter Schwarze. Und der hat keine andere Wahl. Nach Gelb folgt Gelb-Rot. Ampelkarte. Steffen Prom. Die Gäste jetzt in Unterzahl in der Crunch-Time. Den Freistoß nimmt sich Zalli. Aber auch der... Einer von vielen, der ungefährlich blieb. So, das ist jetzt wirklich die absolute Schlussphase und wir haben noch was Richtiges im Petto. Achtung! Eckball, Koskun und Nomura! Trocken, bitteschön! Jetzt ist er endlich im Kasten! Anschlusstreffer vom Düneberger SV, aber achten Sie mal drauf. Ja, das wäre, wenn er ein Stürmer wäre, vielleicht das Tor des Monats gewesen. Deswegen Eigentor von Noah Dahaba. Von Concordia Hamburg. Aber er hier, klar, Nomura, er hat das Ganze ins Rollen gebracht. So, jetzt ist aber wirklich zappenduster. Was ist noch möglich für den Düneberger SV, die so spät aufgewacht sind? Zalli legt den Ball ab. Kommt aber wieder an den Ball. Achtung, Zalli. Zalli gegen den Schiedsrichter und gegen Hoffelner. Und Nomura. Nomura und Müller. Das gibt's doch nicht. Marvin Möller hat mal wieder den Ausgleich auf dem Fuß. Hoffelner Weltklasse-Parade und das waren wirklich wieder Zentimeter von Marvin Möller. 95. Noch ein Eckball. Nochmal Koskun. Wird's jetzt der Lucky Punch? Ellenschläger mit vorne. Ellenschläger und Nomura behindern sich. Und dann ist Schluss. Dann ist Schluss in diesem 6-Punkte-Spiel. Das ist der erste Dreier für Cordi. Das ist der erste Sieg für Cordi in der Oberliga Hamburg. Hier am Silberberg. Ja, und so hat man ihn wahrgenommen. Kann man selbst nicht glauben. War eine spannende Schlussphase. Die letzten 10 Minuten haben es aber mal so richtig in sich gehabt. Wir geben jetzt ab zu den Interviews. So, Andi Apia von Concordia ist bei mir. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Dankeschön. Wie hast du das Spiel gesehen? Also die ersten Minuten sind wir gut reingekommen, haben auch unsere Chancen schon relativ gut genutzt. Aber dann in der Ende der ersten Halbzeit sind wir auch wieder in ein Tief gefallen, wie immer. Aber wir haben dann Glück gehabt, dass wir so keine Tore gemacht haben. Es war ein ekliges Spiel, würde ich sagen. Aber manchmal sind die 3 Punkte dreckig, die man hat. Du sagst gerade 3 Punkte, Andi, das ist der erste Sieg für Concordia. Seid ihr jetzt angekommen in der Oberliga Hamburg? Ja, das hoffe ich mal. Aber wir müssen weiter arbeiten auf jeden Fall. Sehe ich auf jeden Fall in diesem Spiel, müssen wir weiter dran arbeiten. Und wir müssen auch eiskalter vom Tor werden. Nächster Gegner, Paloma. Ja. Die haben sich hier vor einer Woche ganz, ganz schwer getan. Was ist drin gegen die? Das kann ich nie sagen. Es ist immer ein neues Spiel. Fängt immer wieder von Null an. Wir müssen wieder 100% geben. Dann können wir auch jede Mannschaft eigentlich schlagen, wenn wir 100% geben und uns konzentrieren. Dann viel Glück dafür. Danke fürs Interview. Ne? Dankeschön. So, Valentin Zalli vom Düneberger SV ist bei mir. Valentin, am Ende 1-2. Woran hat es gelegen? Ja, schwer zu sagen. Also wir haben die erste Halbzeit auf jeden Fall verpasst. In der zweiten haben wir es dann auf jeden Fall besser gemacht. Mehr Zug nach vorne da mit der roten Karte und das Anschlusstor. Aber die erste Halbzeit ganz klar verpasst und deswegen, glaube ich, auch haben wir auch verloren heute. Du sagst gerade, die zweite Halbzeit war besser. Muss man am Ende jetzt mal gestehen, dass nur zweite Halbzeiten einfach nicht reichen für die Oberliga? Ja, auf jeden Fall. Also auch letzte Saison bei Dassdorf hat man gesehen, was für eine Qualität einfach die Oberliga hat und was für Mannschaften da in der Oberliga sind. Und dass es nicht so einfach ist, erst recht für einen Aufsteiger in die Oberliga. Und da muss man 90 Minuten konsequent sein, ansonsten packt man das hier nicht.
Es sind entscheidende Wochen. Heute Cordi, dann am Mittwoch Buchholz, dann kommt Union Tornisch. Wie packt man diese Tage an jetzt? Ja, bisschen mehr frei machen, konsequent trainieren, gut die Sachen trainieren, die man im Spiel vorhat und dann ja, viel ausruhen. Dann dafür ganz viel Glück. Danke dir fürs Interview. Ne? Ja, liebe Zuschauer, das war der 9. Spieltag von der Oberliga Hamburg hier vom Silberberg aus Gestacht. Es war eine klare erste Halbzeit und dann die Crunch-Time. Die letzten 10 Minuten waren nochmal richtig spannend. Es hat aber am Ende nicht gereicht. Also der Düneberger SV muss sich vorbereiten auf ganz, ganz entscheidende Tage. Jetzt dann gegen Buchholz, Sie haben es gerade gehört, und dann Union Tornisch. Und Cordi feiert den ersten Dreier in dieser Saison. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie sportlich.